Ja, wir haben gestern ein sehr gutes Gespräch geführt, ein sehr langes Gespräch mit Marc Fascher. Es war sehr gut. Wir haben uns sehr konstruktiv ausgetauscht, so wie wir es eigentlich auch erwartet hatten von dem Gespräch. Ja, und jetzt werden wir sehen, dass wir in den nächsten Tagen die nächsten Schritte machen. Aber wie gesagt, gestern war der erste Termin und ja, ein weiterer wird folgen. Die Tendenz ist positiv, aber das heißt ja letztendlich noch gar nichts. Solange die Tinte nicht trocken ist, ist auch letztendlich nichts entschieden. Wie gesagt, wir sind allesamt mit einem guten Gefühl gestern aus dem Gespräch rausgekommen oder rausgegangen und jetzt wird man sehen, wann die Entscheidung fällt. Sowas geht immer nicht holter die Polter und schon gar nicht innerhalb von 24 Stunden, sondern da muss man sich schon ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Das ist ja mit die wichtigste Personalentscheidung, die man trifft vor so einer Saison. Und ja, da müssen beide Parteien eben auch, wie gesagt, einen gemeinsamen Weg festlegen. Wir sind da wirklich auf einem guten Weg, diesen gemeinsamen Weg dann auch ja, zu fixieren. Und deswegen bin ich sehr, sehr optimistisch. Klar geht es noch ein paar Details. Ja, mal gucken. Einfach auch grundsätzlich eine Entscheidung letztendlich zu treffen. Ja, wie gesagt, die Tendenz ist positiv und jetzt müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben, abwarten. Dass wir es, glaube ich, nicht bis in die Ewigkeit verstreichen lassen, ist, glaube ich, klar. Und weil letztendlich ist eine Planungssicherheit für alle Beteiligten immer das Beste. Aber es geht hier nicht um die zweite Liga, sondern wir haben jetzt hier aktuell geschafft, in der dritten Liga anzukommen. Wir haben, denke ich, auch eine sehr gute Bilanz für die Hinrunde. Aber es ist auch klar, es muss schon eine Entwicklung jetzt eintreten. Die Mannschaft muss sicherlich auch verändert werden. Wir müssen ganz gezielt auch junge Talente einbinden. Das ist auch klar eine Vorstellung, die wir als Verein gerne umgesetzt sehen. Wir haben im Moment eine sehr, sehr gute U19-Mannschaft, die für Furore sorgt in der U19-Bundesliga. Da sind einige sehr gute, interessante Spieler drin. Das möchten wir einfach verknüpft wissen miteinander und das ist ein wesentlicher Punkt einer weiteren Zusammenarbeit. Aber wie gesagt, da steht sich ja auch der Trainer Marc Fascher nicht entgegen, sondern man muss sich das einfach nur klar erklären und das da sauber drüber kommunizieren und dann wird es auch einen weiteren gemeinsamen Weg geben. Die Entscheidung muss ich letztendlich treffen, aber ich bespreche mich natürlich auch mit meiner Frau, ist doch ganz klar, aber ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen. Aber sie fühlt sich in Münster auch sehr wohl.